Hallo Leute, heute geht es um ein kleines Programm mit dem Mann, also um dieses hier. Ich werde es dann auch in die Videobeschreibung setzen, wo es herbekommt. Damit kann man von YouTube Sachen herunterladen. Man kann also von YouTube Sachen herunterladen, auch andere Videos einfach bearbeiten und Sachen auf YouTube hochladen. Ich habe es jetzt mal gestartet. Kommt auch immer, ja, seht schon, Facebook, Google Chrome, könnt ihr hier mal anklicken, rein theoretisch zum Anmelden. Hier könnt ihr für alle möglichen Fernseher Videos bearbeiten, Fernseher, DVD-Spieler, MP3-Player. Hier könnt ihr Fotos hinzufügen, hier von DVD und viele Sachen bearbeiten. Hier URLs, aber ich glaube, da geht einfach nur YouTube. Ich habe nur YouTube bis jetzt damit erfolgreich. Dann hier Audiospur. Also Musik, Videos, also zum Beispiel von meiner Kamera. Und dann kann man die Sachen auf YouTube hochladen. Gibt's hier unten einen Button dazu. Ja, der hier. Ja, ich. Also. Ich habe schon mal probiert, es hat funktioniert. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das geht. Wir nehmen hier natürlich auf Videos. So. Und wir gehen natürlich nicht auf Wix und Co. Das war nicht das Video. Aber das war mein Testversuch. Wir gehen auf den Desktop und auf den Nummer. Wo denn die Nummer 3? Da habe ich schon alles vorbereitet. Ein Video, das ich erstellt habe, das auf YouTube auftauchen soll. So, jetzt macht ihr das mal so. Jetzt kann ich das hier bearbeiten und so weiter und so fort. Das zeige ich euch heute nicht. Das zeige ich euch vielleicht ein anderes Mal. Video auf YouTube. Geschichte. So, Passwort möchte ich jetzt haben. Ja, ich mache kurz Cut und gebe Passwort ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Passwort drin ist. So, und jetzt mache ich das weiter. Genau. Ja. So, jetzt hat er das klein gemacht. Läuft auf jeden Fall. Ja, wird man. So, jetzt habe ich das hier eingegeben. Und jetzt startet man das hier einfach mal. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt steht hier zulassen. Blablabla, passt alles. So. Unbekannt, Publik. Ich kann jetzt hier auch privat machen, Publik. So viel wie öffentlich. So. Das kann man hier noch eingeben, wenn fertig, PC runterfahren, weil man natürlich alles mal hat. Dann lassen wir es mal durchlaufen. Ich mache kurz Pause und so weiter. Jetzt zeige ich es euch einfach. Bis gleich. So, also ich bin's wieder. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist er fertig. Jetzt klicken wir mal rein. So. Was macht er jetzt? Nix natürlich. Ah, wir können jetzt hier auf URL öffnen klicken. In Firefox natürlich. Ja, ich bin auch schon angemeldet. Wie ihr sehen könnt, es ist da. Es braucht jetzt kurz natürlich. Ja, ich lasse es jetzt natürlich nicht. Ich mache jetzt die Bearbeitung, da braucht ihr ja nicht zuschauen. Also da fehlt ja jetzt unten noch ein bisschen Sachen im Text. Heute ist ja, ich mache das natürlich aus. So, ja. Es fehlt hier. Öffentlich passt soweit. Also, ja. Hier, diese Beschreibung hier. Jetzt natürlich, raushauen und
die Originalbeschreibung reinmachen. So, genau. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Einfach rein. Und ja. Genau. Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es so leicht geht, Videos hochzuladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao, ciao. In der Beschreibung befindet sich nachher in diesem Video auch der Link zu dem Programm. Ich find's geil. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.